beim Schweizer Leberpatientenverein Swiss HEPA. Heute mit dem Interview von PD Dr. Joachim Mertens, Oberarzt Innere Medizin und Gastroenterologie am Universitätsspital Zürich und Gastprofessor am norwegischen PSC Research Center. Mit dem Themenbereich Lebertransplantation mit Patientenbegleitung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mertens. Meine erste Frage. Wann kann eine Lebertransplantation nötig sein? Na, die Lebertransplantation ist ja, wie sich, denke ich, alle leicht vorstellen können, eine ausgesprochen große Sache. Das ist nichts, was man schnell mal eben oder leichtfertig macht. Das heißt, eine Lebertransplantation wird in der Regel dann notwendig, wenn die Lebererkrankung so weit fortgeschritten und so schwer ist, dass wir an dem Punkt sind, wo man sagen muss, jetzt ist das Risiko für einen Patienten an der schweren Leberkrankheit zu versterben deutlich größer als das Risiko, das eine Transplantation mit sich bringt. Konkret, Patienten mit schweren Lebererkrankungen, die fortgeschritten sind, bis zu dem Punkt einer Leberzirrhose, also dieser vollständigen Vernarbung der Leber. Das ist in der Regel, das sind die meisten Patienten, die an den Punkt kommen, wo man über die Transplantation nachdenkt. Insbesondere dann, wenn die Zirrhose auch schon dazu geführt hat, dass es Komplikationen von der Zirrhose gibt. Typische Komplikationen ist eben das Auftreten von Bauchwasser, Aszites oder auch Blutungen aus Krampfadern in der Speiseröhre, die sogenannten Esophagusvarizen. Wenn das passiert, dann ist man an dem Punkt, wo man sagt, jetzt wird es Zeit, jetzt wird es dringende Zeit, dass man über eine Transplantation nachdenkt. Und dann gibt es aber andere Erkrankungen, akutes Leberversagen, manchmal aufgrund von Vergiftungen. Es gibt immer wieder mal Pilzvergiftungen, die zum Leberversagen führen können. Oder auch Krebserkrankungen der Leber, wo man sagt, da ist die Transplantation die einzig denkbare Heilung. Da kann es sein, dass man Patienten dann auch zum Teil relativ rasch für eine Transplantation abklären muss. Wann ist eine Lebertransplantation nicht machbar? Es gibt Erkrankungen und es gibt Krankheitsverläufe, Situationen, in denen Patienten letztlich, muss man sagen, zu krank sind für eine Transplantation. Ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang sind schwere Infektionen, die den gesamten Körper betreffen. Also wenn jemand eine schwere Blutvergiftung hat, die eben auch im Rahmen von einer schweren Lebererkrankung auftreten kann, dann kann das bedeuten, dass man zu dem Zeitpunkt jedenfalls den Patienten nicht transplantieren kann, weil man sagt, der wird das nicht überleben. Ein anderer Grund, den wir leider auch immer wieder sehen und erleben, ist, dass Krebserkrankungen der Leber vorliegen, die zunächst mal, wie ich gerade vorhin gesagt habe, sehr wohl eine Erkrankung sein kann, die man heilen kann mit der Transplantation. Aber wenn die so weit fortgeschritten ist, dass man findet, dass zum Beispiel Tumor auch außerhalb von der Leber schon sich abgesiedelt hat, dann ist das in aller Regel eine totale Kontraindikation, wie man sagt, also ein Grund, dass man sagt, da kann man nicht transplantieren. Generell eben Patienten zu krank, wobei, da muss man sagen, sind die Grenzen sehr, sehr weit. Also auch sehr, sehr kranke Patienten werden immer noch transplantiert. Aber es gibt bestimmte Erkrankungsschweren, wo man sagen muss, das geht jetzt nicht. Und Krebserkrankungen, die den gesamten Organismus betreffen und nicht nur die Leber. Wie wird ein Patient begleitet vor der Operation? Meistens ist es so, dass die Patienten ja an irgendeinem Punkt ihrer Krankheitsgeschichte vom Hausarzt oder vielleicht auch vom niedergelassenen Facharzt dann an ein größeres Zentrum geschickt, zugewiesen werden, weil der Hausarzt sagt, ich habe das Gefühl, die Lebererkrankung, die wird jetzt doch so viel schwerer, dass es jemanden braucht, der sehr spezialisiert sich mit so schweren leberkranken Patienten auch auskennt. Und dann ist es so, dass meistens es dann eine geteilte Betreuung gibt. Auf der einen Seite, das finde ich immer recht wichtig, ist, dass der Hausarzt weiter im Bild bleibt, der betreuende, niedergelassene Arzt im Bild bleibt und auch mit uns zusammen die Betreuung des Patienten macht. Der ist vor Ort und er kennt die Patienten häufig sehr gut. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der Patient dann bei uns auch regelmäßig gesehen wird, wenn dann die Transplantation diskutiert und geplant wird,
Dann ist es so, dass es dafür eine spezielle Sprechstunde gibt hier am Unispital, aber auch in den anderen Zentren, wo dann Patienten, die vor einer Transplantation stehen, also die auf der Warteliste sind, die werden dann regelmäßig gesehen. Das ist am Anfang Abstände größer, das ist alle paar Monate. Und dann, je näher man an die Transplantation hinkommt, ich hatte das in meinem Vortrag kurz gesagt, die Nähe zur Transplantation, die drückt sich in der Höhe des MELD-Scores aus, also dieser ist ein Punktwert, der uns erlaubt, die Lebertransplantationswarteliste so zu organisieren, dass wie immer der am schwersten Kranke ganz oben ist. Und je höher der MELD-Punktewert ist, desto häufiger laden wir die Patienten dann auch ein, einfach weil dann, das sind dann Phasen, wo die Patienten schon häufig recht krank sind, wo sich in kurzer Zeit recht viel ändern kann. Also da gibt es dann eine zunehmend intensivere Betreuung, je näher man der Transplantation kommt. Aber wie gesagt, eine geteilte Betreuung durch auf der einen Seite den gut eingeweihten Hausarzt im Idealfall und durch uns an einem Zentrum, die den Patienten regelmäßig einladen und sehen. Welche Vorbereitungen und Begleitung sind dann für den Patient wichtig? Der Patient beginnt ja meistens seinen Weg zur Transplantation eben mit dem Gespräch mit einem von uns Ärzten an einem Transplantationszentrum, die ihm zunächst mal erklären, worum es sich dreht, wie das Ganze so abläuft und wie auch das mit der Warteliste ist. Das ist ja für die Patienten häufig keine einfache Zeit, auf der Warteliste zu sein, auch vielleicht selber zu merken, wie sie zunehmend kränker werden und dann sich irgendwie dann auch immer wieder fragen, ja, kommt das nun, passiert das jemals oder versterbe ich hier einfach sozusagen, während ich die ganze Zeit gewartet habe? Also diese Begleitung und dieses Heranführen an das Thema ist wichtig. Und dann kommt eben als erstes ein meistens stationär, in allermeisten Fällen stationäre Abklärungswoche, wo der Patient für 5 Tage hier ist und wo wirklich sehr, sehr intensiv die Patienten untersucht werden von allen verschiedenen Fachrichtungen. Und das ist also wirklich, da sind die Augenärzte dabei, die Hautärzte, da geht es um die Zähne, da geht es um Herz, Lunge, Magen, Darm, was Sie sich vorstellen können, Nieren. Und ich sage dann immer dem Patienten vor der Woche, ich sage, wenn Sie da hier fertig sind, dann können Sie uns alle nicht mehr sehen. Dann sind Sie mit uns allen, haben Sie mit uns allen gebrochen. Also ich bereite die Patienten darauf vor, viele finden das recht anstrengend diese Woche. Wenn das dann gemacht ist, dann gibt es ein Kolloquium der Ärzte, die im Transplantationszentrum mitverantwortlich sind für die Listung. Dort wird besprochen, was herauskam bei den Untersuchungen, ob es Dinge gibt, die noch fehlen. Das kann mal sein. Vielleicht ganz wichtig an der Stelle, ein ganz auch wichtiger Aspekt im Rahmen der Abklärung sind auch die Abklärungen durch unsere Kollegen der Psychiatrie. Das klingt jetzt erstmal schlimm. Dann kommt noch der Psychiater. Aber es sichert sich so, das muss jeder Patient, der sich vorbereitet auf die Transplantation, das ist ganz wichtig, dass er hier auch weiß, es gibt auch eine, wenn Sie wollen, psychiatrisch-psychologische Begleitung. Denn die Stresssituation, die Belastungssituation dieser Warteliste, dieser Ungewissheit, auch nach der Transplantation, ja dieses, ich lebe jetzt mit einem Organ von jemand anders, der verstorben ist, da gibt es ganz viele Dinge, die Patienten in dem Zusammenhang dann sehr beschäftigen können und auch die Angehörigen beschäftigen können. Deshalb gibt es also nicht nur den Check-up für die Organe, sondern es gibt auch schon die Verbindung zu unserer Psychiatrie, die sich da gibt es einige spezialisierte Kollegen, die für die transplantierten Patienten da sind. Und die begleiten dann auch auf dem Weg immer weiter. Und wenn es da mal kneift oder klemmt, dann kommen die auch wieder mit ins Bild und kennen dann die Patienten schon. Also da gibt es von vielen Seiten eine Begleitung. Und wir versuchen natürlich sehr, auch die Patienten abzuholen mit ihren Fragen und ihren Sorgen, so gut wir das können. Jetzt habe ich eine Frage. Was passiert denn, Sie haben das jetzt so gut geschildert, aber was passiert mit einem Notfall? Bei einem akuten Leberversagen, wo die Zeit nicht mehr da ist, all diese Abklärungen zu machen oder viele nicht, sehr wahrscheinlich. Was macht man da? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bei den Notfalltransplantationen, das ist nicht selten recht dramatisch, auch für uns vom Ablauf her. Ja. Da ist dann also egal, Tag oder Nacht, Wochenend oder hohes Fest, das spielt dann keine Rolle.
da muss man sagen, es ist so, und da sehen Sie wieder, wie wichtig für uns auch die sozusagen die mentale Einstellung des Patienten ist. Das Erste, was für uns immer kommt, ist die Frage, oder ist der Psychiater. Das heißt, der erste Facharzt, den wir zuziehen, wenn wir eine Zuweisung bekommen, akutes Leberversagen, ist tatsächlich der Psychiater, der mit dem Patienten spricht, mit ihm in dieser natürlich extremen Situation bespricht, wollen Sie eine Transplantation, so ein bisschen versucht, auch für den Patienten abzustecken, was sind dann die, was bedeutet das, was sind die Implikationen, was passiert dann mit mir und so weiter. Das auch deshalb der Psychiater immer an erster Stelle, weil wir dann häufig im Verlauf einer so schweren, akuten Leberkrankheit sehen, dass der Patient dann aufgrund von dieser Leberfunktionsstörung und diesem Leberausfall dann eben auch zunehmend über Stunden und Tage müde wird, sich nicht mehr gut konzentrieren kann. Und dann deshalb ist es wichtig für uns, dass wir als erstes in einem Moment, wo er noch klar ist und gut entscheiden und mitentscheiden kann mit uns, mit jemandem spricht, der ihn auf die, sag ich mal, auf die psychische Komponente anspricht. Und dann läuft hier tatsächlich so ein Notfallprogramm ab, wo man versucht, die größtmögliche Zahl von Untersuchungen vorab Abklärungen noch zu machen. Da gibt es auf jeder Station und bei allen Beteiligten so ein Notfallschema, nach dem man vorgeht, damit möglichst auch in der Kürze der Zeit, die man manchmal dann nur noch hat, eine große Zahl von Untersuchungen gemacht wird. Jetzt habe ich eine Frage, die mir noch gerade kommt. Wie lange dauert dann eigentlich eine solche Operation? Die Transplantationen sind von ihrer Dauer her sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt haben Sie jemanden vor sich sitzen, der nun zum Glück oder leider nicht derjenige ist, der jetzt selber die Transplantation macht. Also ich bin kein Chirurg, ich bin Gastroenterologe und Hepatologe und ich betreue Patienten mit Vor- und Nachlebertransplantationen, aber die Operation selber mache ich nicht. Wenn Sie eine optimal verlaufende Transplantation haben, dann bewegt die sich nach dem, was ich so sehe und auch erlebe und komme, so im Bereich von 3 von 4 Stunden plus minus. Also wie gesagt, es gibt so keine, glaube ich, keine festen Größen, wenn die Transplantationen sehr kompliziert sind, wenn es vielleicht auch sehr kranke Patienten sind, vielleicht Patienten, die auch schon mal vorher operiert worden sind am Bauch, dann kann das zum Teil wesentlich länger dauern. Ja. Aber so, wenn ich das so sehe, dann sind so die plus minus 4 Stunden, das ist so, wenn es wirklich ganz, ganz gut läuft. Dann natürlich die nächste Frage, wie komme ich zu einer Leber? Also wo gibt es Lebern? Und ganz wichtig natürlich noch dazu, wie kann ich mich selber zum Beispiel informieren über einen Organspendeausweis? Das sind nämlich zwei ganz, ganz wichtige Fragen. Ganz wichtige Fragen, ja. Also ja. Die Frage, wie komme ich zu einer Leber, wenn ich sie brauche? Wie gesagt, der Prozess, den hatte ich umrissen. Es gibt eben diese ganze Vorbereitung, die Listung, das Warten, die nach Meldpunkten organisierte Liste. Und die Lebern, die dann transplantiert werden, die kommen immer noch und weiterhin an allererster Stelle von Patienten, von verstorbenen Organspendern. Ich habe in meinem Vortrag kurz erwähnt, dass man viele Jahre Organspenden eigentlich nur von Patienten entnommen hat, bei denen das Herz noch schlägt, aber das Gehirn so unwiederbringlich geschädigt ist, dass man von einem Hirntod spricht. Das ist ein Konzept, das Konzept des Hirntods, das tatsächlich für sehr viele Menschen nicht so einfach ist. Dieses zu verstehen und auch sich vorstellen zu können, dass man auf der einen Seite da jemanden hat, der ein Angehöriger ist, wo das Herz schlägt und der sieht warm und rosig und durchblutet aus, und auf der anderen Seite kommt dann jemand auf der Intensivstation, ein Arzt, und sagt, aber das Gehirn ist so stark geschädigt, wenn man da die Maschine ausmacht, dann verstirbt der Patient relativ bald. Das ist ein sehr schwieriges Konzept. Das ist auch immer ein Problem gewesen für die, sag ich mal, für die Spendebereitschaft in der Bevölkerung. Und deshalb hat man in den letzten Jahren zunehmend auch das Konzept verfolgt, dass man gesagt hat, vielleicht kann man ja doch auch Organspenden nehmen von Patienten, wo das Herz aufhört zu schlagen.
Und das gibt es, und das gibt es auch zunehmend, auch hier in Zürich. Das hängt sehr davon ab, auch einer guten Organisation, denn wichtig für die Organspende an sich ist immer die Zeit, die das Organ, das man transplantieren möchte, nicht durchblutet ist und das vor allem nicht durchblutet, ohne dabei gekühlt zu sein, also eine sozusagen warme, die sogenannte warme Ischämie, also die warme Zeit ohne Durchblutung, die ist ganz kritisch für das Überleben des Organs und für die Qualität des Organs. Und man muss diese Zeit möglichst, möglichst kurz halten. Und dann können Sie sich vorstellen, dass bei jemandem, wo das Herz aufhört zu schlagen, damit also keine Durchblutung mehr da ist, da erfordert es recht viel Vorbereitung und einer sehr, sehr guten Planung, damit diese Organe dann trotzdem noch verwendet werden können. Und die dritte Quelle für Organspendeorgane ist tatsächlich bei der Leber auch in den letzten Jahren zunehmend die Leberlebenspende. Da sind es dann meistens Freunde, Angehörige, Verwandte des Patienten, die sagen, ich würde gerne spenden, und wenn dann das alles passt, wenn die Blutgruppe stimmt, wenn das einer doch auch sehr strengen Prüfung hier in den Zentren standhält, dann gibt es eine im Grunde ganz geplante Operation, wo der Spender eintritt und der Empfänger eintritt. Und dann gibt es zu einem Zeitpunkt, den man, ich sag mal, fast wie einen Kaiserschnitt festlegen kann, gibt es dann eine Operation. Und dann ist im einen Saal der Spender, im anderen Saal der Empfänger. Und wird dort ein Teil der Leber entnommen, dem Empfänger eingepflanzt an Ort und Stelle. Was auf der Hand liegt, ist die Ischämiezeit, also die Zeit, die das Organ nicht durchblutet, ist es damit minimal. Geringer geht es nicht mehr, oder? Sie haben nur den Weg von da nach da im Grunde und das, wenn man so will, Anschließen des Organs im neuen Körper. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wird deshalb häufig bei uns und in den Zentren sehr streng geprüft, weil es natürlich nicht ohne Risiko für den Spender ist, oder? Sie haben einen gesunden Menschen, dem entnehmen Sie einen Teil eines Organs, um einen Kranken damit zu heilen. Da muss es einfach wirklich, muss man ganz sicher sein, dass das Risiko für den Spender ganz minimal ist. Das sind die drei Wege. Verstorben und Hirntod, verstorben, das Herz hat aufgehört zu schlagen, und Lebensspende von Verwandten oder engen Freunden. Danke für diese ausführliche Information. Bekommt denn jeder Patient eine Leber, wenn er sie braucht? Ich bin auch da ganz kurz in meinem Vortrag drauf eingegangen. Das ist ein großes Problem, gerade in der Schweiz, aber auch in Mitteleuropa, dass es ein drastisches Missverhältnis gibt von Patienten, die ein Organ bräuchten, die gelistet sind, die warten auf der Liste, und den Menschen in unserer Bevölkerung, die bereit sind, ein Organ zu spenden. Dieses Missverhältnis, das drückt sich auch darin aus, dass die Zahl der Wartenden eigentlich langsam, aber kontinuierlich immer größer wird. Das heißt, wir kommen eigentlich irgendwie nicht hinterher mit den Organen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, die kurze Antwort auf die Frage lautet nein. Es bekommt beileibe nicht jeder, der auf der Warteliste ist, ein Organ. Wir haben jedes Jahr, wenn wir sagen, wir haben die Zahlen gesehen, wir haben ungefähr 400 Patienten, die warten in der Schweiz, und wir haben etwa 20 bis 30 Patienten, die jedes Jahr versterben auf der Liste. Da sieht man schon, dass diese Patienten natürlich, die versterben auf der Liste, weil sie nicht rechtzeitig ein Organ bekommen haben. Wie werden die Lebern verteilt, wenn man das so sagen darf? Ich hatte das kurz erklärt. Wir haben seit noch vielen Jahren inzwischen ein Vergabesystem, ein sogenanntes Allokationssystem, das in der Schweiz speziell sich orientiert am Meld. Der Meld ist ein Punktwert, der steht für Model for End-Stage Liver Disease und errechnet sich aus Laborwerten des Patienten. Und dieser Meldwert soll Ausdruck geben oder Auskunft geben darüber, wie stark ist die Leberfunktion eingeschränkt, wie schlecht im Letzten ist die Leber des Patienten. Und man kann sagen, je schlechter die Leber, desto mehr Punkte. Das heißt, je höher die Leberwerte sind und auch die Werte, die dort gemessen werden, desto mehr Meldpunkte gibt es und desto höher wird der Patient auf der Liste sein. Und danach werden die Lebern verteilt.
In größeren Ländern, sei es in den USA oder auch in anderen Flächenstaaten, ist es so, dass man da hinzu noch die Frage der Logistik nehmen muss. Denn es liegt auf der Hand, wenn Sie viele Stunden fliegen müssen, um von A nach B zu kommen innerhalb eines Landes, dann kann es sein, dass man eine so lange Zeit für den Transport des Organs von A nach B nicht in Kauf nehmen kann, weil man weiß, dann wird das Organ von der Qualität her so schlecht und das Organ wird so stark geschädigt durch diese Wartezeit, dass das nicht geht. In der Schweiz ist das aufgrund der Fläche kein Problem. Wie ist denn der Verlauf und die Begleitung nach einer Operation, nach einer Transplantation? Der Verlauf ist, wie für jede große Operation kann man das wahrscheinlich ja sagen, ist natürlich sehr, sehr variabel. Und wir sehen dort tatsächlich von dem Patienten, der eine Nacht zur Überwachung auf der Intensivstation ist und am nächsten Tag auf der Normalstation wirklich freundlich plaudernd im Bett liegt, bis zu leider gelegentlich auch sehr schweren Verläufen, bis zu dem Punkt, wo eine Organtransplantation gar nicht funktioniert und man dann notfallmäßig eine zweite Transplantation auch machen muss. Doch das gibt es, ein primäres Nicht-Funktionieren eines Organs, das kann passieren. Aber Sie sehen, das Spektrum der Verläufe nach der Operation ist sehr, sehr weit. Was wichtig ist, vielleicht so als Richtgröße, dass man sagen kann, ich habe Ihnen die Zahlen gezeigt, nach 10 Jahren leben noch etwa 70% der Patienten, nach 5 Jahren so im Bereich von 80-85% der Patienten. Sie sehen also, für eine so große Operation und Eingriff in einer ja meistens sehr schweren Ausgangslage mit einer schweren Lebererkrankung sind die Zahlen für mein Empfinden und für das Empfinden von vielen ja sehr, sehr gut. 85% nach 5 Jahren ist natürlich, das ist natürlich sehr gut, oder? Die Nachbegleitung, der Verlauf, ich habe meinen Oberarzt gehabt, der hat gesagt, das erste Jahr nach der Transplantation, das können Sie aus dem Kalender streichen. Ganz so hart muss man es vielleicht nicht formulieren, aber man muss einfach sagen, nach der Transplantation im ersten Jahr gibt es schon häufig bei den Patienten ein gewisses Auf und Ab. Mal Phasen, wo dann was nicht so gut funktioniert, mal Phasen, wo sie dann nochmal mehr kommen müssen, wo man an den Nächsten stellen muss. Es braucht ein gewisses Maß an Immununterdrückung nach der Lebertransplantation. Das ist nicht ganz so streng wie bei anderen Organen, aber trotzdem immer noch ganz wichtig. Aber nach diesem ersten Jahr, wenn es dann gut läuft, dann kann man sagen, dann kommen die Patienten meistens so aus dem Groben raus und dann kann es eben, wenn es gut geht, einen ganz, ganz guten und ganz langen und sehr, sehr unbeeinträchtigten Langzeitverlauf geben. Begleitet werden die Patienten über all die Zeit, Monate und Jahre hinweg, immer auch durch unsere Posttransplantationssprechstunde. Ich habe das eingangs gesagt. Wir haben jetzt, ich sehe Patienten, die sind 20 Jahre transplantiert, die kommen dann einmal im Jahr eigentlich mehr zum Grüezi sagen und zum Erzählen, wie es ihnen so gegangen ist. Und das sind so die ganz, ganz guten Verläufe. Und dann komme ich zu meiner Schlussfrage. Was empfehlen Sie als Spezialist einem Patienten vor oder nach der Transplantation? Vor der Transplantation, das hatte ich kurz auch schon gesagt, ist es für die Patienten häufig eine sehr belastende Situation, dass sie warten. Oder wir alle, viele von uns, ich würde fast sagen, die meisten von uns warten nicht so sehr gerne. Warten ist, kann sehr zermürbend sein. Und jetzt man stelle sich vor, dass man jetzt ein Jahr oder noch länger auf einer Transplantationsliste ist, häufiger eben auch in dieser eigenen Wahrnehmung, dass eigentlich es einem immer schlechter geht und die Leberfunktion immer schlechter wird. Und das ist natürlich eine außerordentlich belastende Situation. In dem Zusammenhang, glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Patienten einen Rückhalt haben. Einen Rückhalt haben in der Familie, im Freundeskreis, in ihrem sozialen Umfeld. Auch einen Rückhalt haben, natürlich, wenn sich das so ergibt, im Rahmen auch von der Patientenvereinigung, wo man sagen kann, das ist eine Stelle, da kann ich mich mal hinwenden. Da sind Leute, die können das nachvollziehen, was ich so momentan erlebe und auch erdulde. Und nach der Transplantation gilt im Grunde sehr Ähnliches. Auch da ist es so, dass es ein Auf und Ab geben kann, dass es Tage, Wochen gibt, wo es mal schlechter geht, gerade früh nach der Transplantation. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Patienten es schaffen, da nicht den Kopf hängen zu lassen.
ganz viel von dem, was im Rahmen der Transplantation klappt oder nicht klappt, hat auch, glaube ich, schon damit zu tun, wie aufgestellt und gestützt der Patient ist. Und daher Vor- und Nachbereitung in einem Netzwerk, wenn es irgendwie möglich ist, zu sein, das einen unterstützt, das einem auch auf die Schulter klopft und einem so den Rücken stärkt, und dann eben versuchen, ja, tatsächlich versuchen, einfach auch mit uns natürlich zusammenzuarbeiten, auch wenn wir gelegentlich dann ganz nervig sind und ganz man wirklich den Spitalkoller hat, zu wissen, dass es hier eine Menge Leute gibt, die wirklich, ich will sagen, Tag und Nacht dafür Sorge tragen, dass unsere transplantierten Patienten bestmöglich versorgt sind, auch wenn wir manchmal nervig sein können. Das heißt, Geduld haben und ausharren. Das ist eine gute, hilfreiche Einstellung dazu. Ja, sich dessen bewusst sein, dass es einfach Geduld braucht und dass es anstrengend sein kann und dass man sich vielleicht schon mal auch eben geistig vorbereitet auf Phasen, wo man sagen muss, boah, mir steht's einfach bis hier. Ja, das gibt diese Phasen bei vielen Patienten. Und wenn sie dann eine Ressource haben, wo sie hingehen können und wo sie sagen können, du, mir steht's bis hier, ich muss irgendwie mal da, ich muss da gedanklich mal raus, dann ist das viel wert. Und gleichzeitig finde ich Informationen, oder? Die Patienten müssen fragen, sie sollen sich informieren, sie sollen miteinander sich austauschen, diskutieren und uns auch löchern mit Fragen. Das ist unsere Aufgabe, das gehört, ist eine der Königsdisziplinen, Patientenfragen zu beantworten, damit es möglichst klar ist, worauf lasse ich mich ein, was erwartet mich danach, dass wir Sorgen auch bedienen und abholen können, die da sind. Das ist, glaube ich, entscheidend. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Mertens, für dieses verständliche und hilfreiche Interview und das für die Patienten eine zusätzliche wichtige Informationsquelle ist. Also ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.